Großbritannien hat das Auslieferungsabkommen mit der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sofort und auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Dies ist eine Reaktion auf das umstrittene sogenannte Sicherheitsgesetz in Hongkong. Großbritannien will nach offiziellen Angaben auch sein Waffenembargo für potenziell tödliche Waffen auf Hongkong ausweiten. Die Beziehungen zwischen London und Peking sind derzeit angespannt. Die britische Regierung bezeichnet das sogenannte Sicherheitsgesetz als klare Verletzung der Autonomie Hongkongs. Es sei ein ernsthafter Verstoß gegen den britisch-chinesischen Vertrag zur Übergabe der ehemaligen Kronkolonie an die Volksrepublik China im Jahr 1997. Die britische Regierung kündigte unlängst eine Lockerung der Einwanderungsgesetze für die Bewohner Hongkongs an. Dies prangerte Peking wiederum als eine grobe Einmischung in seine inneren Angelegenheiten an.